Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich bin halt DSD Steve und... Euer Let's Play Retrovert. Ja, wir dachten uns, Mensch, suchen wir mal schnell schon aus Scream U, damit es nicht so lang dauert. Und es hat gerade mal 2 Minuten gedauert oder so. Ja, dafür, dass die beiden Pokémon nur zu 1% auftauchen, treffen wir die hier öfter als in anderen Gegenden, wo Steve 20 Schutz abläuft und sich fragt, ob dieses Pokémon überhaupt in der Gegend ist. Ja. Kannst du bitte nochmal nachgucken? Bist du dir sicher, dass es hier ist? Ja, weißt du, wenn ich dann irgendwann bei 40 Schutz angekommen bin und das noch nicht einmal erschienen ist, dann glaube ich, habe ich das Recht dazu Zweifel. Ja, und das Witzige ist ja, dann kaum fragst du nach, taucht es auf. Ja. Hättest du vielleicht einfach nur eher nachfragen sollen. Ja, ja, genau. Es ist so, das Spiel möchte mich ja trollen nach dem Motto. Ja, los, komm, frag. Frag da, frag. Ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf Eisenschädel. Zweimal reicht mir. Macht der Schneider mehr Schaden als Trugschlag? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, es hat beides 40, oder? Nee, Trugschlag hat nur 20. Ja, dann zerschneiden. Okay. Nee, ist egal. Ich glaube, es hat gleich viel. Ich guck mal nach. Ich könnte echt schwören, dass Trugschlag 20 hat. Aber vielleicht hat der Schneider auch in den alten Generationen 20. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie habe ich diese 20 im Hinterkopf. Nee, okay, also Trugschlag hat auch 40. Finde ich beeindruckend. Das ist ja dann einfach nur der bessere Tackle. Ja. Also der bessere Kratzer sogar, der bessere Kratzer. Ja. Na, er tötet nicht. Das ist ja gewollt. Genau. Los, Finsterball. Ah? Tja, das ziemlich schnell. So muss das laufen. Das ist ja halt kein Lavados, ne? Ja, genau. Hallo Mew. Mew, neue Art. Psycho. Größe 0,4 Meter, Gewicht 4,9 Kilogramm. Es beherrscht alle möglichen Attacken. Da sieht man ihn in ihm den Vorfahren aller Pokémon. Ja. Tja, dann können wir ja direkt zur Eiseninsel düsen, ne? Ja, da waren wir ja schon relativ lang nicht mehr, ne? Hust, hust. Das Witzige ist ja auch, es gibt ja jetzt einen Film basierend auf, also, oder 4 Episoden sind das, glaube ich, basierend auf Rot-Blau, beziehungsweise Rot-Grün. Ja. Und da ist es ja dann auch so, dass der Rot dann irgendwann zu Professor Eich geht und sagt, ich hab's geschafft, ich habe alle 149 Pokémon gefangen. Okay. Und ja, dann hört er halt von, also... Man hörte von Gary, dass Gary, oder Grün, dass er in der Azuria-Höhle war und dort auf ein extrem mächtiges Pokémon getroffen ist. Und dann erinnert er sich daran, dass er auf der Zinnoberinsel in der Pokémon-Villa ja darüber gelesen hat, ne? Ja. Und dann, das Witzige ist ja, er schafft es ja nur, Mewtwo zu fangen, weil Glurak sich dann noch zu dem schwarzen Mega-Glurak entwickelt. Okay. Das ist dann halt so dieser kleine Twist, weil ja. Ich gucke mir halt so diesen Film an und denke mir so, okay, der Film ist ja Werbung für die 6. Gen. Aber wieso bisher, ne? Okay, gut, aber Mewtwo ist halt eine Stufe zu über, den kann man dann nur mit einem Mega-Glurak fangen. Naja, und nachdem er dann Mewtwo gefangen hat, überlegt er sich dann auch, ey, ich fange mal Mew. Was irgendwie ziemlich witzig ist, weil Mewtwo ihn ja fast getötet hätte. Ne? Und schafft er das auch noch? Nö, das ist dann am Ende nur, ich geh jetzt los, Mew fangen, und dann sieht man halt Mew noch vor dem Fenster des Labors wegfliegen und dann endet der Film halt. In dem Film ging es halt wirklich nur darum, dass man mal kurz die Spiele nacherzählt. Also die haben da halt auch vieles zusammengeschnitten, ne, dass du da nicht jeden Arena-Kampf oder sowas siehst. Nur eine ganz kurze Frage, in welchen Raum muss ich denn jetzt gehen? Wollen wir, ich denke mal, wir fangen heute Groudon noch zusätzlich. Oder nee, ich finde Jirashi passt noch relativ gut, wenn man... schon Mew gefangen hat. Naja, also Groudon ist halt im Boden-Pokémon-Raum und das andere ist im Stahl-Psycho-Pokémon-Raum. Dann würde ich sagen, fangen wir noch Jirashi. Das ist ja auch so ein niedliches Pokémon. Das Pokémon, was ein, wenn man die 7 Dragon Balls hat, einen Wunsch erfüllt. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass man sich diesen Film oder die 4 Episoden auf jeden Fall mal ansehen sollte. Besonders der Kampf gegen Giovanni ist echt ziemlich cool gemacht. Dafür ist dann halt der am Ende gegen den Rivalen nicht ganz so toll. Aber, naja, man kann halt nicht alles haben. Also gegen Giovanni und gegen Mewtwo, sozusagen die wichtigen Stellen des Spiels. Ja.
Ja, ich muss sagen, also war auch im Spiel Giovanni schon irgendwie ein starker Charakter war. Na, ich fand das sowieso ziemlich cool gemacht, dieser kleine Plot-Twist, ja, dass die Arena, die man zu Beginn nicht betreten kann, dass die Team Rocket gehört. Ja, also rein von der Story her, das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum ich von der Story von Silber ein bisschen enttäuscht war, dass sie meines Erachtens nicht mit der mithalten konnte aus Rot, Blau, Grün. Also ich empfand es zumindest besser inszeniert irgendwie in der ersten Generation. Also die zweite Generation, die war halt wirklich einfach nur ein reines Technikspektakel. Ja, Da wollte sich genau. Nintendo halt beweisen, was man aus dem alten Gameboy, weil für den war das ja so gesehen konzipiert, Ja. was man aus dem noch alles rausholen kann. Und da muss ich sagen, das Hut ab, es ist wirklich richtig, richtig gelungen in diesem Bereich. Also da kann Ja. man einfach nicht meckern, ja, das ist super. Aber wie hat gerade. Ich finde, man hätte da viel mehr rausholen können. Ich habe schon gehört, das ist. Ich möchte auf jeden Fall noch Soul Silver spielen. Also noch Let's Playen. Wo ich dann auch so ein bisschen dann vergleichen werde. Was hat Soul Silver besser gemacht und so. Und ich habe mir schon mal die Eventliste nur angeguckt, die es gibt. Und ich weiß, dass es ein Event gibt, wo man dann auch zum Exil von Giovanni kann. Event halt, ne? Genau. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine Zeitreiseaktion. Nein, nein. Giovanni ist ja offiziell einfach im Exil. Ja. Und man kann dann zu ihm hin. Okay. Und gegen ihn kämpfen. So wie habe ich das so verstanden. Zumindest stand dann der Giovanni mit einer Pokémon-Liste, habe ich mir jetzt nicht näher angeguckt, aber es scheint dann nochmal ein richtiges Giovanni-Battle auch in Soul Silver zu geben. Ja. Ja, ich sag mal noch zwei Schuss, dann. Dann werden wir hinkatten. Ansonsten, ja, die dritte Generation, die Story, fand ich eigentlich auch okay und auch von der vierten. Also, ich meine, natürlich, Pokémon hat nicht unbedingt die Überstory, klar. Es ist halt im Grundgedanken immer so ein bisschen das gleiche Konzept, ne? Einer, der 10 Jahre alt ist, zieht los und will Champ der Region werden, soll den Pokédex voll machen. Und nebenbei haut da so ein komplett erwachsenes Team, das irgendwie die Weltherrschaft will, einfach kaputt. Ich finde das aber total cool, wie Giovanni in dem Film sagt, dass Pokémon halt keine Oh. Freunde oder sowas sind, sondern ein Geschäft. Oh, tatsächlich, Metagross kann auftauchen. Na, klasse. Klar, weil dein Rosana halt auf Level 59 ist. Jirachi ist, glaube ich, auf Level 70. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Ja, es ist auf Level 70 und witzigerweise ist das Metagross hier gar nicht angegeben. Hier steht maximal auf Level 57. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, ich cut aber dennoch mal zum Jirachi. Und hier ist es und ich finde, das sieht so bescheuert aus in der Dark Form. Ihr seht auch, dass unsere Rosana noch ein Level aufgestiegen ist. Ja, ich habe es einen Sonderbonbon hingegeben. Einfach damit die Metagross nicht auftauchen können. Denn ich muss ganz offen sagen, da hatte ich wenig Bock drauf. Und der Hang ist ziemlich zügig, oder? 2, 3 Minuten höchstens. Das ist heute irgendwie so das wiederkehrende Thema. Ich hoffe, Ja. dass es jetzt auch so leicht im Pokéball bleibt. Ja, das hätte irgendwie was, oder? Ist das ein Stahl-Pokémon, Jirachi? Ja, Stahlpsycho. Okay. Ja, wie gesagt, dieses Pokémon erfüllt einen, glaube ich, einen Wunsch. Oder ich glaube, man muss, glaube ich, den Wunsch auf einen dieser Zettel draufschreiben oder so ähnlich. Die an seiner Mütze dranhängen Ja. oder an seinem Kopf. Genau. Irgendwas in diese Richtung. Aber um vielleicht zu Giovanni zurückzukommen, ich muss sagen, der war schon ziemlich cool. Naja, das war halt irgendwie ein richtiger Bösewicht, ne? Das war halt einfach nur die Mafia, wenn du so willst. Während die neueren Teams ja mittlerweile alle so extrem übertrieben comichaft sind. Ja. Also ich meine, okay, mehr oder weniger die Weltherrschaft, die will ja so gesehen jeder, der irgendwie eine Menge Geld hat, so ungefähr, weil darauf basiert ja die Weltherrschaft irgendwie, ne? Ja. Aber die anderen Teams, ich meine gerade Team Aqua und Team Magma, die waren ja wirklich ein bisschen verrückt. Ja, genau. Man kann schon, denke ich, sagen, dass Team Rocket das realistischste Team ist. Und ich denke mal, wenn es die Pokémon-Welt ja wirklich geben würde,
wird es bestimmt so ein Team irgendwo geben, was natürlich versucht, aus Pokémon den möglichst größten Kapital rauszuschlagen. Und das halt im Mafia-Stil. Also, warum sollte es sowas nicht geben dann? Was ich mir ja so persönlich auch ein bisschen wünschen würde, wäre ja, wenn in der neuen Gen, klar, natürlich ein neues Team ist, aber vielleicht dieses Team irgendwie mit dem alten Team zusammenarbeitet. Naja, wir können ja auf das Pokémon warten, das dann in Deutschland spielt. Mal gucken, wer dann das Team sein wird. Vielleicht wird es ein Team sein, was sagt, dass nur eine bestimmte Rasse von Pokémon... Genau. Alle Pokémon außer Psycho-Pokémon müssen sterben. Psycho-Pokémon sind die einzig coolen Pokémon. Ja. Alles andere sind Unter-Pokémon. Ja. Durch dass es das Japaner entwickeln, kann ich mir sogar durchaus vorstellen, dass sowas kommt. So, boah, ich glaube... So, das, ja, du machst dem irgendwie so 5 Trefferpunkte, ziehst du dem ab, wenn du den triffst. Ja. Los, komm, Bälle. Das muss reichen. Ah, schade. Ja, was meint ihr? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie ist ein Pokémon, das in Deutschland spielt? Also ein Pokémon-Spiel. Was wird das böse Team machen wollen? Und wie wird das natürlich heißen? Aber ich meine, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass tatsächlich noch irgendein europäisches Land in einer der nächsten Generationen auftauchen wird. Und Deutschland ist ja eins der bekannteren Länder der Welt, ne? Ja, klar, okay, jetzt war Frankreich. Ich glaube fast schon, aber das ist das nächste eher Australien. Australien oder Südamerika, ne? Ja, also ich denke mal, die gehen jetzt um die Welt. Naja, ich glaube auch nicht, dass es als nächstes wieder ein europäisches Land gibt, aber... Ja, also Australien wäre eigentlich schon recht wahrscheinlich. Australien als Kontinent bietet sich auch sehr schön an für eine ganze Pokémon-Landkarte. Ja, natürlich, klar. Also gibt es genug, was sie machen können. Das wäre dann natürlich auch sehr interessant, weil man hätte dann sozusagen eine Karte, die aber komplett vom Wasser umgeben ist. Das heißt also, dass man dann wahrscheinlich noch mehr Wasserrouten hätte. Naja, gleichzeitig wiederum könnten es aber so machen, dass eigentlich, sie könnten dann tatsächlich mal wieder Taucher sinnvoll machen. Ja. Ja, ich meine die ganzen Riffs. Also gerade für vielleicht diejenigen, die vor allem die dritte Generation gemocht haben, wäre das doch eigentlich ganz interessant. Und es gibt schon eine relativ große Gruppe, die gerade immer wieder eigentlich die dritte Generation nennen als ihre Lieblingsgeneration. So muss das laufen. Ja, schön. Hirashi. Hirashi, Wünscher, Stahl, Psycho, Größe 0,3 Meter, Gewicht 1,1 Kilo. Man sagt, es kann alle 1000 Jahre für eine Woche jeden Wunsch erfüllen. Ich wünsche mir 1 Million Hirashis. Das ist dieser gute alte Trollololol-Wunsch, ne? Du hast ja 3 Wünsche, ich wünsche mir mit meinem ersten Wunsch 3 weitere Wünsche. Ja, Leute, dann darf ich sagen, das war ein ziemlich erfolgreicher Part, Mew und Hirashi. Dann sage ich mal, ich war euer DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Bis zum nächsten Mal.